Gotthold Ephraim Lessing. Nathan, euer Haus! Es wird doch fast abgebrannt! Dann hätten wir ein neues uns gebaut. Rächer, wir sind fast verbrannt! Oh, meine Rächer. Sie lebt! Noch steckt ihr der Schreck in allen Gliedern. Geht dir solch eine Tragödie nicht nahe? Naja, kommt drauf an, um wen es geht. Du unterteilst die Menschen, also in wichtige und weniger wichtige. Du bist ganz schön widersprüchlich, weißt du das, Daya? Man wisse, das Mädchen sei ein Christenkind und sei getauft. Er habe es nur als eine Jüdin erzogen. Dann wäre mit dem Juden die Strafe zu verziehen, die päpstliches und kaiserliches Recht für so einen Frevel, für so eine Lastertat vorgesehen haben. Tut nichts, der Jude wird verbrannt. Nun sage mir doch einmal, was für ein Glaube, was für ein Gesetz hat dir am meisten eingeleuchtet? Was will der Sultan? Was? Ich bin auf Geld gefasst. Und er will Wahrheit? Wahrheit? Ich muss behutsam gehen. So gewiss ist Nathan seiner Sache. Ha, das nenne ich einen Weisen, nie die Wahrheit zu verlieren. Vor grauen Jahren lebt ein Mann im Osten, der einen Ring von unschätzbarem Wert aus lieber Hand besaß. Er ließ den Ring von seinen Söhnen dem Geliebtesten und setzte fest, dass dieser wiederum den Ring von seinen Söhnen dem vermache, der ihm der Liebste sei und stets der Liebste. Man untersucht, man zankt, man klagt. Und wenn sich dann der Steine Kräfte bei eures Kindeskindeskindern äußern, so lade ich sie über tausend Jahre wiederum vor diesen Stuhl. Was ist dir, Sultan? Nathan, lieber Nathan. Die tausend Jahre deines Richters sind noch nicht um. Sein Richterstuhl ist nicht der meine. Geh, aber sei mein Freund.